Servus, der wilde Kaiser in Tirol. Zu seinen Füßen liegt Kitzbühel. Hier will ein großes Pharmaunternehmen seine Mitarbeiter für kommende Aufgaben fit machen. Teil der Veranstaltung wird ein Laufstegtraining sein mit Jorge González. Die Glücklichen, die mit ihm üben dürfen, wurden vorher angeblich ausgelost. In Wirklichkeit sind sie sorgfältig von mir ausgewählt worden. Hallo. Zum Beispiel der Olli als alpenländisches Original an der Materialausgabe. Die Besenstiele, die angefordert waren, die Eier, Löffel. Hallo, bene bei dir, Senior. Aber ein bisschen was gelernt. Ich bin der Wickel. Ja. Also in die Berg sagt man halt, sagen wir per Du, aber ich habe keinen Problem. Du, in Kuh auch, ja. Jorge, okay. Ja. Bei uns sagt man Schorschi. Ja, ich weiß, Jörg. Ja? Schorschi. Ich weiß. Ist das okay? Jörg. Also, Jorge war gestern, heute ist er der Schorschi. Jetzt stellt sich nur noch kurz Hans Sprüngli vor. Er ist der Chef des Pharmakonzerns und hat den Schorschi für den heutigen Tag engagiert. Und das ist meine Auswahl. Insgesamt 7 Frauen. Darunter eine eher kräftige Lady, die scharf auf alles ist, was aus Kuba kommt. Eine Schwangere, die kurz vor der Geburt steht. Eine, die schon vor Begeisterung quietscht, wenn sie Jorge nur im Fernsehen sieht. Und auch ein paar Männer sind natürlich mit dabei. Ein Streber, ein Schleimer und ein Stänkerer. Wir haben ein... Es wird sie jetzt gleich umhauen. Wir haben ein Laufstegtraining für Sie organisiert. Herr Monitze, bitte Musik. Und hier kommt er, Jorge González. Hola. Für ihn wird das hier ein Wechselbad der Gefühle. Los. Danke schön. Hallo. Willkommen. Ja, mein Name ist Jorge Alexis González Madrigal Barona Vila. Nein, Quatsch, Jorge ist mein Name. Darf ich dich mal anarmen? So, das ist schon. Ich bin ein großer Fan von dir. Das ist schon. Und der Finale ist schon. Sehr schön. Und du heißt? Katja Mollemann. Katja, sehr schön, Katja. Genau. Danke dir. Okay, so. Ihr fragen Sie, was mache ich hier? Die Chicas haben eine Vorstellung. Aber die Männer sagen, was mache ich hier? Ein Tipp, Michael Hirz. Ich sage ganz einfach, ich habe eine Da brauchen Akademie. Wir auch nicht mitmachen, ne? Bitte? Da brauchen wir nicht mitmachen unbedingt. Nein. Ich will mich hier nicht zum Affen machen. Der Männer muss das nicht machen. Was brauchen die Männer? Ich sage Ihnen. Oh Gott. Was brauchen die Männer? Haben Sie keine Angst, Sie müssen keine Lauftraining machen. Ja, okay. Das ist alles gut. Ja. Wie heißen Sie? Uwe Peters. Ich bin Verkaufsleiter in Niedersachsen. Ja. Und ich frage mich jetzt, muss ich wirklich, wenn ich zum Kunden komme, ja, da in Heels und mit dem Arsch wackeln da reingehen? Oh, überhaupt nicht, ist ja ein Mann. Die schmeißen mich doch gleich wieder nein, raus. Nein. Sie haben das nicht verstanden. Ich finde dich so toll, darf ich ein Foto mit dir machen? Wir machen danach Foto, jetzt Video. Schwimmt, danach machen wir alle Foto, Video. Wir werden einen Plan. Wir anfangen und wir anfangen ganz einfach. Ich sage, wie motiviere ich mich? Ganz kurz. Ja. Ich muss einfach kurz unterbrechen. Ja. Also ich möchte einfach, dass der Herr Peters auch wirklich positiv mitmacht. Ja? Also vielleicht kann man da irgendwas ja, machen. Danach. Also es ist mir wirklich wichtig, Herr Peters. Ich mache mich aber hier nicht zum Affen. Dafür bin ich nicht hier. Ja, aber jetzt hören Sie doch jetzt hören Sie mal zu, was wir machen. Peter. Wir müssen keine Angst Peter, haben. Peter. Peters. Okay, Herr Peters. Machen wir das ganz einfach. Sie müssen nicht machen, was Sie wollen. Nicht. Ich will nur ein paar. Geben Sie mir eine Chance. Eine Chance gebe ich dir. Das ist super. Ja. Ich verstehe Ihnen selber. Jeder hat eine Chance verdient. Das ist super. So, aufstehen bitte. Ja, geht los. Du bist ein Baby. Ja. Schön, Gratulation. Vielleicht ein kleiner Schorsch. Ein Schorschi. Das ist toll. Versuchen wir zu atmen. Ja, jetzt haben wir sie bewegt. Gib mal her. Wirklich? Das ist gemerkt. Entschuldigung. Ja. Oh, doch, guck mal. Doch, ich spür das. Oh Gott. Das ist Der schaut ein Fan. Okay. Machen wir weiter. Jetzt.
Und jetzt bitte ich die Herren zusammen nach vorne laufen. Da mache ich den Bleib ich du nicht zum Affen hier vorgelegt. Nein, mach ich nicht. Uwe. Ich mach mich nicht zum Affen. Nächste Weihnachtsfeier lachen sie mich alle aus, wa? Nein. Ja, okay. Geh nun mal nach vorne. Alles gut. Nein, er ist noch in der Probezeit. Ich kann ihn entlassen. Nein, du machst nicht. Also, wenn es stört, dann soll er rausgehen. Mir ist okay. Lass uns sicher. Gut. Ja, alles sicher. Gut. Sie müssen alles sagen gut, sich. Alles gut. Nein, lassen das ist, Sie das Uwe geht da, Wangel, will nicht laufen, laufen nicht. Sie lassen Sie bitte. Uwe Peters, bitte. Ja, Uwe. Da liege ich Wert drauf. Gut. Entschuldigung, ich kann mich nicht alle den Namen nehmen. Und jetzt einfach der Spaß. Von den Chicas, was die wollen, oder der Chico, was will. Hier, wir haben vorbereitet ein paar Schuhe. Oh, wei. Ihm gefällt's gar nicht. Den Chicas dafür umso besser. Kann probieren. Jetzt ist der Chance. Ich habe. Das geht. Unser Streber hat im Nu die High Heels an. Ja, guck mal, Chef, was ich alles kann. Er hat heimlich geübt am Ende. Das sind die Beine des Stänkerers auf High Heels. Notgedrungen. Und nur kurz. So ein Schwab. Er hat probiert. Alles super. Okay, los. Nach vorne. Los nach vorne. Gerade. Der Streber wieder vorne weg. Hat aber was vom Storch im Salat. Arme neben der Kolbe. Gerade. Du musst nicht. Atme. Am besten sitze. Hallo, merkt ihr denn gar nicht, wie ihr euch zum Affen macht? Merkt ihr das nicht? Das ist doch der allergrößte Schmarrn. Uwe. Also wirklich. Ja. Die haben ja Spaß. Das reicht mir wirklich. Jetzt gehen Sie raus. Es reicht mir. Sie können nicht die ganze Show kaputt machen, ja? Wir haben hier extra einen Gast. Und der bemüht sich hier, uns was beizubringen, und Sie machen nicht mit. Ich habe die Schnauze voll. Sie sind in der Probezeit. Sie können gehen. Sie können hier raus. Aber. Nichts aber. Raus. Da, wo der Maurer ein Loch gemacht hat für Sie extra. Und gehen Sie zum Personalchefin und nehmen Sie Ihre Sachen mit. Boah, das hat er nicht gewollt. Was jetzt? Tja. Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Es musste einfach sein, weil es ist so eine schlechte Energie. Ich hätte... Es tut mir leid. Das sollte das... Okay. Ja, Sie sind der Chef, aber... Ich tue mir leid. Sie trifft keine Schuld. Sie haben das wirklich toll gemacht. Ich tue mir leid von der anderen, aber das ist das erste Mal solche Situation, solche... Ich habe so eine gute Stimmung gehabt und jetzt... Aber the show must go on. Entschuldigung, wenn ich mir jetzt ganz kurz hier vordränge, aber das war jetzt gerade so eine schlechte Energie. Ja. Und jetzt haben wir mal gedacht, wir müssten da vielleicht einmal wieder ein bisschen eine Stimmung machen. Und da ja der Promi ja heute in den Bergen ist, haben wir gedacht, der muss natürlich auch vielleicht eine Lederhose anziehen. Die sehe ich gleich. Ja? Von wegen gleich, sofort. Vorsicht. Voll cool, voll cool. Wir laufen, okay. Danke. Geh uns eine Schwangere gut. Ja, ist alles gut. Das war gerade okay. Ich muss aber diesem weg, weil mir so heiß. Okay, so wir müssen weitermachen. Ja. Ne? Wir nehmen alles, unsere Beine, hinter unsere Arme. Mehr du versuchst von unten nach zu rollen, von oben nach unten. So weit nondo. So weit wie du kannst, aber bitte du. Ja. Probier. Mach bitte. Holen Sie einen Arzt. Jetzt wird es dramatisch. Pass, halten Sie durch. Nicht passieren, atme. Naja, so dramatisch ist es auch nicht. Nein, aber ich bin Manager, kein Geburtshelfer, Gottfried Schutz. Und außerdem kommt ja auch schon Hilfe. Sofort. Nein, nicht pressen. Hier ist der Sanitäter.
Ja, mir geht's gerade ein bisschen besser. Aber ich sag euch was, wenn es ein Junge ist. Nee. Dann würde ich ihn immer noch Schorsch nennen. Vielleicht. Gut. Vielleicht würde ich ihn auch Guido nennen. Na, Guido? Guido, kennst du den Guido Kanz? Ich weiß, dein Wunsch.